So, let me just put this here. Perfect. Welcome back. Time for another update. Since part two of Cage Dude's garage tour is taking quite a bit time, because I'm very busy now at the end of the year. Gotta finish up other stuff. I thought I will do a quick intro with new stuff I got. The Canon R5, I switched from the 1DX Mark II to the R5. Very happy, the camera is great. It's very special, and also I got a 16-35 lens for vlogging. Just to switch things up a little bit and get more field of view for the vlogs, because I think this will make quite a bit of difference. And yeah, the memory cards are fucking expensive for the R5, the CF Express thingies, but it is what it is. And in the future I will make all the vlogs in 4K if possible. Now if it's gonna be a very long video, I'm gonna still do it in 1080p, maybe 2K, I don't know yet. But the goal is to do everything 4K. So the quality for all the guys watching this stuff on their TV at home is gonna be enjoyable. Da hinten ist meine Schlosserei, wo ich hauptsächlich Käfige biege und alles. Und halt Fabwork, ja. Sekamaschine, Rohrbiegeanlage, Stuche, Abkampfbahn, Frontmaschine, was es alles braucht, Schweißanlage, Bieger. Was es alles braucht, um das zu machen, was ich mache. Hauptsächlich mache ich ja nach wie vor Käfige. Restos, ja klar, aber meistens ist man Käfige. Umbauten für Lenkräder, dass man halt Airbag losfahren kann. FIA Cages. Ich habe einen SFI Cage gemacht für Drag. Gut geprüft ist alles. Der ist noch lässig, das ist eine geile Kiste geworden. Da geht der 35. Ah, der Rot. Ja, genau. Also wird rot, ja. Ja. Genau. Ja. Und schnell. Das wird verdammt. Das habe ich nicht bekommen. Ja, wird verdammt schnell. Gut, und Cages im letzten Video haben wir es angesprochen. Der Cage ist bueno. Danke vielmals, merci. Ja, es ist halt. Probierst immer präziser und immer noch mehr Decken aus und alles. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger, aber so ist das auch. Genau, da hinten bin ich hauptsächlich. Das ist zum Beispiel gerade der Dash vom Skyline. Und der ist alle immer gerissen. Du kannst machen, was du willst. Immer hier bei den Boxen haben sie Riss. Und die einzige Variante, die es gibt, ist komplett GFK überziehen, nachher satteln. Alles andere wird kaputt gehen. Flick oder so, das in der Sonne, das geht alles. Das geht alles nicht. Oder schickst du es auf Amerika und lässt mit dem Vakuumverfahren oder frisch beziehen, dann ist es dann in die Frage gekommen. Weil das Test gibt es nicht jedem weg. Und wenn es mal nicht mehr zurückkommt, dann wird alles schwieriger. Genau. Gut, aber wird eh gut aus, wenn es überzogen wird. Auf jeden Fall. Das ist ja, dann haben wir das gleiche Kunstleder wie der Himmel. Dann ist das alles einheitlich und dann merkst du es eigentlich gar nicht, dass das frisch bezogen ist. Eben. Ja? We like. Ja? Da ist gerade eines der nächsten Projekte. FC3S, RX-Kit. Da ist noch, wenn sie alles schieten, müssen wir den Speckkanal noch wieder etwas. Den GFK machen wir gleich noch oft. Uhren warzen. Genau. Können wir so ein Licht ungern raus? Nein! Ja, es ist nicht der schönste Art. Wenn sie Rost machen. Ja. Rost machen ist auch der Pain. Ja. Aber wenn er gemacht ist, ist es gleich nice. Ja. Also wenn ein Bodykit dran ist, klar, dann schläfst du und der Platz sieht aus und du siehst aus und vom Schnaufen her irgendwann ist. Das. Ja, das rächt sich vielleicht aus irgendwann. Aber wenn es dafür dran ist. Wenn es dran ist, ist natürlich nice, schön. Ja. Genau. Genau. Geil. Und das habe ich mir auch dort mal bei meiner Show in Shine Area habe ich mir das angeeignet. Mhm. Und da die ganze Kiste aus Polyester habe. Ja, irgendwann ist klar, darum kannst du plötzlich Hardtops bauen und Bodykits anpassen. Und das ist. Ja. Mhm. Immer alles Gute, ne? Das ist immer alles Gute, genau. Na gut, weiter geht's. Da ist Materiallager, Zuschnitt, mache ich hier oben. Platztechnisch halt, es keine andere Lösung geben. Da kann alles auflöpfen und schneiden, das sind alle Käfigrohre. Chrommoli, Stahl 52, viel am Lager, Chrommoli geht langsam aus, mit der Nachschufe. Halt ja, Flanschensachen, Turboflansche, Auspufflansche, halt alles, was du brauchst.
vibrant. Dash fittings, dichtige Separators. Genau. Einmal alles, was wir brauchen können. Ja, fast, ja. Ready zur Hand. Halt all die Rohrdimensionen zum Auspuffanlagen schweißen, von oval, rund, bei Ölfühler Sachen, Cuts. Alles kannst du nicht an Lager haben, aber etwas immer da zu haben. Was ist das? Sachen, Domlager S14, bei Full Cage, mit Firewall zum Beispiel. Ah. Ich glaube, es geht aufs Dom hinterher, verschweißest du die. Geil. Ja, ist GR Cages, Lager und. Ja, genau. Asylenblech. Edel. Das wurde schön gemacht. Ja, die sind cool, dann habe ich Freude. Ja, für Bobby gerne. Natürlich auch immer, machst du gerade bessere Visitenkarten, oder? Ja, warum wir haben das letzte Mal wieder angesprochen. Sind wir präsent, ja. Jetzt ist Verstärkungsblech, du brauchst immer Lager. Solche Geschichten. Die kommen von so, wenn wir selber die Tüte ziehen. Und in der Werkstatt. Genau. Da ist zum Beispiel das Lager vom Skyline, der Rest von den Teilen, für uns sind es nicht mehr, ist komplett voll gewesen, für uns schon am Auto. Ja, wieder rauf holen, das nächste verbauen, bis er komplett ist. Nice. Dann irgendwann habe ich angefangen, ein Lager aufzukaufen, ein Nissan-Lager, Oldstock. Und es überquillt gerade im Moment, aber ist immer gut, so Sachen am Lager zu haben. Vom Z31, S13, Sherry, alle Sunny, alle Bluebirds sind von Lampen über Emblem. Hier ist relativ viel rum. Das haben wir viel am Lager. Also falls einer was braucht, dann wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall. Schnell ein Mail schreiben oder etwas, möglichst mit Nummern. Vielleicht folgt man ja jemanden, der irgend so etwas alles fährt. Ja, genau. So, zum Beispiel. Oder anderes Beispiel. Das ist ein Part für meine Essigs nachher. Ewig. Das ist etwas Edles, was es für den C nicht gibt. Ja, leider. So, hä? Ah. Ja, wenn man schon mal frisch baut, dann kann man, ja, kann man sich bei den Parts bedienen. Ne? Oh, genau. Warte, ich kurz das alte Radio filmen. Das ist edel. Das auf dieser Seite sind hauptsächlich Skyline-Parts. Für den C110 Skyline x Satzatoren, Heckdächle, Stoßstangen, Chromlisten. Das ist alles x-fach da, weil wenn es noch einmal auf den Markt kommt, musst du es kaufen. Ja. Weil es kommt kein zweites Mal, oder? Also zum Beispiel. Wow. Die ganze Schwelle. Die kommt ja weiss zum Beispiel. Nass, Oldstock. Wenn man eine Linke hat, unbedingt melden. Die Linke fehlt noch. Ah, das ist edel. Doch, doch. Rausquetschen. Das ist ja geil. Boah, ja. Das ist richtig geil. Fühle ich noch, wenn es am Leder Autos drin ist. Ja, yeah, ja. Wir sind ehrlich selber einbauen, aber irgendwie bin ich noch nicht zu suchen, weil Tourenzahler ist wie nicht in dem Auto. Ah. Aber dann gibt es gerade eine anständige Anzeige. Das wäre ein Vergaser, der von dir kommt. Wow. Auf der Skyline. Wow. Aber die haben es im 73 haben sie gebraucht zum Testen an einem Z. Ach, dann haben sie einen Briefsprich geschrieben, bis sie mit 200 Dorfeingängen in Bayern sind gemein. Nur lässig, Mann. Im 73 hast du das noch können. Etwas, was ich appreciate muss kurz. Alte Schachtel. Natürlich. Wo noch ganz sind. Natürlich. Das ist neu, Alter. Das ist neu, Alter. Das sind die alten, die ersten Schachteln, ja. Genau. Da ist ein kompletter Zylinderkopf drin. New. Die wir früher darüber geredet haben, Alpine. Ach, geil. Alpine Boxen, guter Block. Das sind mir so alte Kisten. Die sind huren edel, Mann. Das ist ganz, ganz geil. Oh, wow. Nass Zylinderkopf mit dem grossen Ventil. So, wie es ja, wenn sie die Auto anfangen zu bauen, mit dem 70 Gramm, die sie produziert haben. Und seitdem ist es noch immer gestanden, bis es jetzt das richtige Ort kam. Ich sage, früher ist alles besser. Star Road Fahrwerk haben wir drinnen eins ausgestellt. Das kommt hier auf Canary, der muss gewinnt haben. Haben wir das ist wieder der Stock,
Aber tiefer muss er. Und natürlich Rims. Das ist klar. Das ist klar. Du kannst nicht drum. Genau. Das ist mein Büro. Die holy Ecke. Ja, da sieht man richtig gut. Museum. Herrgott, zack. Das ist geil. Beile Sammlung. Gewisse Sachen, die schon restauriert sind für Canmary. Competition Lenkrad, da muss doch da sein. Original. Genau. Ja, wenn du keine Zeit hast zum Arbeiten, hast du dafür Zeit zum Daily organisieren. Da ist der Arrow-Fahrer, der noch drauf kommt. Richtig nice, das wird richtig gut. Sieht schön aus. Ja, das ist nice. Können die auch wachsen mit der Spindeldraht oder musst du umschweißen? Umschweißen. Genau. Das ist geil. Ja, aber ich sehe da extrem viel Geist. Ja. Also, wow. Das ist auch die Brücke, die ich dann fahren werde. Du hast sie nachher noch. Ja. Fahre ist Trade in Japan. Das dort mal gebaut. Und auch mit der Optik, mit dem Ventildecher nachher gibt das. Uff, ja. Geht das gut auf, oder? Ja. Noch beschichten, abschleifen, dann passt das gut zusammen. Appreciate mal kurz Hot Wheels, weil da bin ich immer Fan von. Go. Gewiss habe ich selber noch nie gesehen, aber ist okay. Ach, das ist ganz hot. Die ist geil. Ja, die ist nice. Geil. 800 Druckstoff. Ja, wirklich. Ich bin hier die ganze Zeit schon versuchen, ja nicht irgendwo etwas anzubauen. Das ist auch die hohen Modellfahrzeuge. Ja. Ich habe auch ein paar, aber wir alle sind zusammen. Ja, als ich liege, mit dem Vater habe ich ein paar gebaut, aber irgendwie verlasse ich das nie. Und wenn er es gesehen hat, dann. Ja, es ist. Und dann gibt es geile Shit für jeden. Verkaufen. Die wirklich oldschool Geschichte. Ja. Und das ist dann richtig nice. Ja. Ich finde vor allem, dass du überlegst, von wem das Zeug ist. Ja, voll. Wie geil das auch die Qualität angeht. Absolut. Aber es ist auch Japan. Mhm. Es ist Japan. Die haben das erfunden. Die sind da so stark drin. Und ja, jedes Mal in Japan muss natürlich noch eins mit haben. Zwei, drei, so viel der Koffer zu. Genau. Das ist cool im Fehler für das 14, der irgendwann schon dran muss. Hill. Du siehst, das sind Prototypen von der Anzeigehalter. Ja. Und das ist der finale 3D-Druck. Der ist. Extrem schön. Ja. Und mit den Clips und alles. Ja. In den Clips anschrauben. Ja. Und ein Plus mit dem Verstellrad. Ja. Das darf ich immer noch behalten. Ja. Was hat das? Mit Elefantenhutsche drauf. Geil. Von wem hat es die mal gegeben? Nismo. Nismo. Aber Right-Hand Drive. Und 60 Grad Zeig. Ja. Ja. Und das ist halt, wo du jetzt mal im Kopf schaust, das wollte ich mal bauen. Und ja. Das hat er auch gleich dann mit der Abdeckung hinten, der zwei in einem Shop setzt, dann die mal geben. Hat ja nie gepasst in das 14 Aidin Radio und Anzeigen. Ah. Das Ding um 5mm ist nie aufgegangen. Dann haben wir die alle bauen, aber gerade mit Aschenbecher Abdeckung und alles einbauen, 52 Grad Zeiger Radio 3 und fertig. Abartig. Und das ist jetzt auch der Ruffy Print. Im Essex habe ich den finale Print. Nein, das ist das Original, oder? Das ist die Ausgangslage, das ist das Originalteil. Ja. Mit dem Doppelding. Und dann so. Dann im Essex sehen wir dann vielleicht noch. Ganz genau. Wie es Finish aussieht. Ja, genau. Ja, und halt. Halt man sagt, was einladen, dann musst du das Zeug einmal kaufen. Ja, dann ist nichts mehr checken. Das ist eh. Hat sicher auch fast nichts gekostet. Der Preis, der angeschrieben war, ist in den 70er Jahren. Ah, effektiv. Ist ehrlich gewesen, ja. Okay. Nakano Broadway in Japan, Tokio. Bin ich Länderwechsel gesehen. Die Frau und der Kleine sind im Hotel geblieben. Und das ist so ein Toy Store eigentlich. Mandarake heisst das. Der hat mehrere Filialen. Und der Nakano Broadway ist ein Gebäude, wo aber mehrere spezifische Läden drin sind. Eins ist nur ja, für diesen Anime ein Laden und so. Dann hat es einen Eisenbahn Modellbauladen zum Beispiel. Und als Secret Tipp, wenn du original in Zurikawas willst, gehst du in den Eisenbahn Modellbauladen. Okay. Dann hängen die Hände am Tresen, so zu 20 Stück. Ja. Und du musst sie in eine Klau in der U-Bahn, dann kannst du sie so kaufen. Genau. Machst du dann strafbar. Und ja, genau. Aber das ist original, was ich immer noch nice finde, oder, wenn sie original sind. Genau.
Und irgendwo zwischen den Autos sehe ich das Nismo und so, what, was ist das? Und ich sagte, wenn man das anschaut, dann bringt er die Jacken und ich komme daheim mit der und im Hotel mal Probe angelegt und meine Frau nur den Ring geschüttet. Aber ja, es ist nicht zum Anlegen, es ist ein good to have. Ja. 79 Stutz. Fair. Mit Anzumass. Also eben, ich folge da Leute auf Instagram, die so Zeugs anbieten und das Zeug kostet 300-500 Steine für so eine Jacke. Gell? Und dann geht es weiter mit der ganzen alten HK-Serie und auch unsere Coilpack-Abdeckung für 3,5 Mill und so. Das ist total am Eskalieren. Das ist genau. Ja, das ist ein altes HKS-Shirt daheim. Das habe ich auch mal gekauft, für 150 Stutz oder so, viel zu teuer. Ja. Da habe ich auch mega gefreut, angelegt, es ist viel zu eng. Aber du, eben, es ist einfach halb schön. Ja, absolut. Ja. Absolut. Genau. Ja, das ist. Der Bremsanlage, der MK 63, ja. Genau. Man sieht, dass sie Huren oldschool ist. Ja, ja. Gut, sie bauen, es gibt diverse Nachbau etc. Aber das sollte ein Audi sein mit dem Nippo so angeordnet. Und vor allem für Solid Discs. Nicht belüftete Bremsscheiben. Weil es soll der gleiche Klima original bleiben. Und wenn du brauchst keine belüftete Discs, vor allem auch MFK-technisch und so. Darum kommen dann die drauf. Crazy. Genau. Edel, edles Paar. Gewisse Sachen, wir müssen schon upgraden, an dieses Auto, Spursachen und so, da gehen wir dann schon mit dem Upgrade. Ich finde das jetzt gerade schon mal da drin, das ist die andere Schachtel. Die andere Schachtel. Ja, was auch immer. Kurz erzählige Sachen da. Du bist wieder mal zu Abo Fricato und dann schreibt deine Hecklichten aus. Und dann kannst du einen Satz nass Hecklichten für Kennwürer in der Schweiz für ein Trinkgeld. Ohne Scheiß. Dann bist du froh, dass der Markt klein ist in der Schweiz für diese Sachen, weil ja, das ist nicht die coole eben. Hat er auch nicht gewusst, was er hat, oder? Das ist Oldstock. Das hat man gekauft von einem Kunden und irgendeiner ist nicht mehr gewusst, was machen. Du kriegst ein Fregato. Zu meinem Glück. Da wird ich nicht mal gewusst, was es ist. Nein, natürlich nicht. Halt die Hecklichten, irgendwie. Ich habe das Heckpanel von der Canary. Das war auch so eine Aktion, da war ich im Ricardo gesehen, da schreibt eine Disco-Beleuchtung dazu. Ich dachte, Disco-Beleuchtung, ich habe das Panel. Also, was ist jetzt los? Gerade abgedrückt, dann bin ich das geholt, aus einer Räumung raus. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht cool, in meine Disco reinzuhängen, so als Beleuchtung. Ich dachte, das ist ja auch nicht in der Disco, man. Das muss man das abdrücken. Das. Genau. Du könntest beleuchten oben aufhängen. Ja, wäre sein Plan gewesen, ja. Also so LEDs, die funkeln rein tun. Ja, genau. Hinten ist doch wieder der Emblem Shrine, alles gut. Das sind Kostteile, kann nicht passieren. Meine Emblem-Vitrine kannst du dir mal geben von euch. Holy moly. Seht man. Kannst du auf, du tust auf, der spiegelt es nicht. Hast du? Hast du die Tür auf, ja. Mach nur gerade auf, kannst du nicht durchfüllen. Ups. Ups. So heilige du. Du sammelst auch Gold. Sehen wir nicht, dass sie, wenn du schon vier Wochen hast. Boah, der Hupenknopf ist geil. Das ist heiß, ne? Boah. Also das ist echt edel. Da unten sind alte Kisten. Ja, alte Schachtel. Hast du die zwei Kennen, die es hier oben mit dem Steuerrad? Ja, da. Ja. Wow, okay. Wo ist der Hammer? Spielzeug? Ja. 70 Jahre Spielzeug. Police Cars. Und wo noch wie neu sind. Aha. Haben wir es vorhin drüber gehabt, gell? Das ist noch ein Grill. Wo ist der von Grill? Von Canberry? Ja. Hure Edel. Das ist jetzt 2000 GT vom Schwächeren. Also vom 2 Liter HK. Und das ist nachher vom 2,4 Liter. Du siehst, die haben das Mesh gehabt und die haben nur so Lamellen gehabt. Jawohl. Und die GT nachher hat natürlich ganz anders gehabt. Die haben auch ein Mesh gehabt, aber viel was Feineres. Hure Edel. Ja. Ein Speedreiter. Geil. Das ist ja auch mit Gold auf Züge im Moment. Das ist für das 14. Okay. Ja. Mit dem Old-Logo. Ja, das ist schon. Gehen wir mal inserieren, jetzt ist es 17.000.
Also die alten Teile sind ja schon geil, aber es macht sie geiler, wenn es die Originalverpackung ist. Unbedingt, Mann. Ja. Das ist noch so ein kleines. Das Töpfchen von mir, gell? Boah, schau mal. Schau mal. Fahrsichtig. Fahrsichtig. Ich glaube, es 300. Warst du sie deine, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Koki und andere Tage waren Senkis. Nein! Oh, shit. Ja, gut. Ist mein Senki drinnen gewesen, natürlich. Und dann habe ich gesagt, das Teil bleibt bei mir. Ja, das geht nicht mit dem Auto. Jetzt bist du heute schaffen. Ein halber Certificate, dass es legit ist. Geil. Das ist aber schon wieder ein Modern-Logo. Ja. Ja. Cool. Da will ich fragen, warum? Verpackt, was schon neu war, war noch hinaus. Na gut. Spiel jetzt in der Rolle. Nein, das ist immer noch drin, hat es immer, immer gegeben. Ja. Weißt du, was ich tatsächlich bis jetzt nicht gesehen habe? Du hast sicher so einen. Weil die Feuerlöscher, Zigaretten anzünden Dinge. Hast du keinen? Habe ich verpasst. Habe ich verpasst, dort mal in dieser Zeit, wo sie noch erschwinglich waren. Jetzt sind sie mir einfach zu teuer. Ja, ja, das ist schon krass. Hör auf, Mann. Das ist 200-300 Schutz für so einen Zahn. Nein, nein. Finde ich auch. Finde ich übertrieben. Der Bredrupp. Ja, drunk noch. Das ist natürlich noch etwas Geiles. Stil, das ist noch original. Es ist lustig, im australischen Forum hat die einen reingetan, der bei uns oben war, für 200 Bucks. Und dann so, ich weiß nicht, wo der war, aber noch im unterwegs war oder irgendwie, und dann alle Australier gepennt. Mhm. Und ich habe den Deal gerade gemacht, und wo alle Australier aufgestanden sind, dann alle geschoben, Gott, nice, ja. Das ist schon fast verpackt, ist schon fast bei mir, also für 200 Bucks ist alles, bin ich nicht mehr. Ja. Rechrome und dann auf Canary, dann ist das etwas sehr geil. Ja. Edel. Schön. Ja. Manchmal ist ein Vorteil, wenn ein Projekt nicht in zwei Monaten gemacht wird, hast du genau Zeit, um die ganze Parts zusammenzusammeln. Du siehst alles, originale Türgummis. Das ist Gold. Das ist schöner mit Gold, ja. Das ist geil. Und weißt du, du musst sehen, die ganzen Teile liegen hier, aber du musst noch sehen, sie liegen nicht nur hier, sondern auch Qualität dahinter, wie gut dass die Teile auch alle noch sind. Und ja, das gibt es ja nicht mehr, weißt du? Nice. Ganz cool Stuff. Ja, du bist ein Oldschool-Sammler. Du hast viel Neues auch, aber ja, du hast auch sehr viel Altes, wo ich glaube 90% von der Szene gerne nicht wissen, dass es existiert hat. Oder ja, das mag so sein, weil ich auch noch vorne, dass wir die ganzen Hakos, die sie jetzt alle von Japan importieren und so, dass wir die überhaupt gehabt haben, oder? Canberries und so. Also gut, das habe ich ja lange auch, als Junge ist das auch nicht gewusst, oder? Oder irgendwann, bevor sie mit der Materie anfangen befassen und merkst, hey, man hat das ganze Zeug gehabt. Mhm. Und dann kommt der Moment, wo du anfängst zu suchen, ja, und schauen, was ist noch oben, was gibt es noch, oder? Und das ist genau gleich der Reiz, bis du restaurieren, bis du das Zeug findest, bis du die Parts findest. Jedes Mal, wow, schau mal, eben, du anfängst auf dem Sofa und findest wieder ein Teil, das ist wow, super, muss ich haben, oder? Genau. Ja? Yeah. Sick. Ja. Edel. So, die ist schon geil. Ist gut genug. Ja, ja. Boah, das habe ich gerne gesehen. Hä? Das habe ich gerne gesehen. Colors. Originalfarbe. Das ist geil, wenn du so ein Auto restaurierst. Nein, das Gefühl hat immer wieder Originalfarbe drin. Das sind Farbcharts mit Versenteri oder für Aussenlack. Das ist das Laurel. So etwas Settings, du hast das Auto und da kannst du sie hinten dran schieben. Ah, oh, sicher nicht. Sehr geil. Kannst du dir dein Auto ausmalen, wenn du es gerne hättest? Dann geht es dann weiter mit dem Interior. Ich glaube, so etwas gibt es gar nicht mehr. Sie fahren im Internet. Ja, da haben wir feine Velour. Schau mal die Farbe. Boah. Geil. Das ist aber geil, wenn du das Zeug restaurierst. Eben. Du hast Musterbeispiel, du hast Ideen. Ja, ja. Ja, und wie so Zeug, du hast einfach alles. Du musst natürlich alles haben zum Auto, das ist wichtig. Yep. Also ich finde es, das ist nicht alle so, oder? Aber ich finde es wichtig. Das ist jetzt der Anzeigenhalter von unten, vom Zehner. Ja. So sind die alle später gewesen. Die ersten sind flach, sind 68 Modelle. Mhm. Und das ist vom Canary. Das ist das raste Teil von dem Auto, wo die Rechtsgelenkten sind seitenverkehrt. Ah, I see. Und das ist etwas, was du nicht bekommst. Das ist auch inexistent. Mhm. Genau, das ist noch hinten, noch ein Auto hinten.
sind sich schon sehr müde mit dem Aufbau. Ja, das hat mega cool gemacht, das ist ja so. Also andere Hersteller wie zu dieser Zeit, wie zum Beispiel Porsche, haben sich 10-mal weniger Mühe gemacht. Ich finde einfach die Anzeige reingeklopft. Ja. Sehr dick. Holy smokes. Oh, Heckleute. Yeah. Das sind ja EU-Spec. Ja, genau. Oh, wow. You ready? You ready? Was machen wir? Erzählen. Erzählen wir mal von deiner schönen S14. Meine neue Coke, ja. Meine frische Coke. Neu ist sie nicht, sie hat 2 Kilometer. Aber ja, die alte Rad vom Roten haben wir übernommen. Workmeister, der beste Kauf, den ich je gemacht habe, dort mal. Das war das erste, was ich im Roten gekauft habe. Die haben wir so übernommen. KW habe ich auch übernommen. Finde ich in Ordnung. Mit dem Roten haben wir jetzt Blitz verbaut. Schon ein geiles Fahrwerk. Also dann habe ich das KW von 3 übernommen. Das hat mir immer gepasst. Das ist eine gute Sache. Genau, und dann ja, halt Merco Fenster hier. Selber ist natürlich. Habe ich da mal gesetzt. Genau. Mit dem Cage, wo natürlich wieder einfach reingekommen ist. Genug Platz für alles. Mhm. Schöne Sitz, wichtig. Ja, wir haben noch nass. Von der Überschwemmung habe ich dir gerade die Reinigung gebracht. Wir waren ein bisschen hier im Wasser gewesen. Ab zu der Reinigung, der hat ja gerade geschäumt, noch nass, und sind dann rausgekommen wie neu. Das ist tipptopp. Auch die Rückbank, die ich machen lasse. Dann lasse ich ein neues Leben. Schau dir mal auf. Für das nächste Leben. Ja, kurz das Lenkrad zeigen. Custom Nardi mit Nardi Tokyo Hupenknopf. Ganz geil. Ganz geil. Jetzt im Einsatz eben die Anzeigenhalter mit der Fenty, die noch dient. Das ist jetzt der vorletzte Prototyp mit der groben groben Elefantenhaut. Der andere hat schon die feinere gehabt. Das wird dann die finale Lösung sein. Mit den Konsolen auch, mit Aidin Radio und 3x52er Defizit in dem Fall. Die zeigen schon von der anderen Seite. Sieht man sich ein bisschen besser. So. Sieht man gut. Die Anzeige mit der Elefantenhaut, nennst du es? Elefantenhaut würde ich dem sagen, ja, genau. Oberfläche passt. Aidin Radio hat schon viel Platz. Und genug. Ja. Edel. Schön gelöst. Das ist eine coole Lösung, ja. Vielleicht für die einen oder anderen spannend ist, dass du so kannst montieren. Genau. Da habe ich mich für Origin Level Carbon-Dörrpanels entschieden. Eine coole Geschichte. Unüblich. Holt sich ein bisschen ab mit dem Sitz. Und jetzt in diesem Fall Heckdeckel. Oben kommt er noch. Spaltmeister des Todes. Sind wir noch am Arbeiten dran. Wird alles noch besser. Ja gut. Genau. Und Vertex Langkicht vom Roten. Und Vertex ist der Shit. Geht nichts besser. Das Wasser, das geht. Kann nicht kaputt machen. Nein. Das ist ja abgeschlossen. Das ist ja fixes Kunststoff. Nein, das passiert nicht. Ah. Passiert nicht. Nein. Ja gut, aber sonst so schwarz. Mit Carbon, mit schwarzem Meister und schwarzem Stern, besser gesagt, sieht sehr schön aus. Es sieht sehr simpel aus. So, ja. Simpel und slippery, nennen wir es mal. Ja, da wird mit Frontreise und alles, aber... da wird er schon mal schreien. Ja. Genau. Bis ich den Koki hatte, nie gewusst, dass es so extrem in 2 Lager geht zwischen Senki und Koki. Das ist schon krass. Dann haben wir gesagt, ja, Koki gekauft. Oh, Koki, nein, wirklich. Ja, mal, in schwarz, viel ist schon. Mhm. Ich freue mich auf das Auto, das wird gut. Das wird schon gut. Gerade mal das Street in der Schweiz, das ist schon gut. Ja, ja. So etwas findest du halt. Ich habe mir das Mal, als ich gekauft habe, habe ich mir schon Lampen gekauft zum Umbauen. Mhm. Und hast du irgendwann, aber habe ich die wieder verkauft. Dann kommt das alles gut so, wie es ist. Und in Rot finde ich ihn super. Es gibt keine bessere Farbe für einen Vorfacelift. Und da bin ich mit dem Schwarz mega zufrieden. Mhm. Eine von der schöneren Farben. Wieso? Funktioniert gut. Wir haben auch jetzt komplett gelackert, viel Rost gehabt natürlich. Wieso ist es bei diesem Auto? Mhm. Aber wenn es auf den ersten Frühling gelangt, ist vielleicht auch vom Herbst. Das ist halt noch ein Jahr weiter. Schwitzt nicht? Ja, ich stresse nicht. Nein. Aber gleich wird es nicht mal fahren. Ich habe jetzt etwas Altes zum Fahren, etwas Modernes zum Fahren, wäre gleich auch cool.
Ich bin froh, jetzt läuft der Drifter, kann man dort mal etwas fahren. Ja, ich finde es geil, dass für dich modern 90er Jahre ist. Das finde ich mega geil. Ja. Ja. Das geht so um das Spaceship. Ja, wirklich. Technik. Nein, geil. Aber jetzt was Wichtigeres. Was ist das für eine Maschine? Das ist ein Fanus. Das ist ein Vermieter, nein, aber der hat nicht viel zu tun. Ah, ist das nicht drin? Ja, nein, nicht drin. Nein. Aber der ist geil. Das sieht aus wie so ein Spielzeug-Car halt. Das ist ein China-Build, wo im Ballett kommt. Und okay. Dann kann man zusammenbauen. Hätte nicht einer in Amerika mit so einem einen Roadtrip gemacht? Irgendwo durch die Wüste oder so. Gute Besserung. Da warst du nicht. No. Das ist ja gut, Mann. Hat sogar Federung. Komfort. Dann müsstest du die Schweinebar auch nicht tun, du hockst da hinten. Wenn du abdrückst, wirst du das vor. Du musst die Schweinebar auch nicht tun, das geht von vorne rauf. Es ist schon alles abgerissen. Tankstutzen und alles, muss ich alles verlieren. Ja, das ist wahrscheinlich auch cheap. Ja, das ist dirty. Das ist dirty. Sparen Gewicht drin wegen Wheelie. Das Wheelie-Gewicht. Ja, genau. Geil. Edel. Ja, also, ich muss mich langsam einbauen, dann sollte ich mal fahren, weil er nicht gut ins Feld rein. Jetzt kann ich auch die Tankflöcke nutzen. Wieder ein bisschen. Memorabilia. Das ist nicht meins, aber da. Aber. Uralte Pepsis, Alter. Alte Sachen, immer gut. Haare, Gott, zack. Ja, das ist gut, ja. Freude haben, ja jetzt schon. Das ist schon. Habe ich einen Softspot dafür. Damn. Schon. Was erzählen wir? Massive mal für die Führung. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Schön, dass ihr da war. Es hat doch mal geklappt. Es war interessant. Ja, ich hoffe, es ist. Ja. Viel zum Sehen. Viele spezielle Sachen, die man sonst nicht sieht. Viele seltene Parts. Ja. Ja, wieder mal. Hoffentlich. Ja. Nehmen Sie sich mal nicht Zeit. Alles gut. Ja gut, dann. Bis nächstes Mal. Gute Zeit. Goodbye. Ciao zusammen.